Hallo ihr Lieben, ja, ich möchte heute ein bisschen was für meine Dreads machen und zwar habe ich Lust, mir ein bisschen Schmuck zu machen und von meiner lieben Freundin, die mir damals die Dreads gemacht hat, damals ist ja noch gar nicht so lange her, habe ich Federn bekommen und zwar diese welche unter anderem und ja, hier sind jetzt zum Beispiel schon mal ein paar dabei, die ich von den Farben mega cool finde und sie passen noch zu anderen, die ich habe. Und zwar, ja eigentlich diese hier, obwohl das hier schon so meine Farben auch sind. Ich muss mal gucken, aber die sehen oben, haben die alle noch so einen grünen Schimmer drin. Also total schön. Ich weiß auch überhaupt nicht, was für Federn das sind, von welchem Vogel, keine Ahnung. Aber hier bei denen zum Beispiel, da sind meine Farben mit drin. Dann war hier so eine braune mit dabei, die finde ich auch ganz cool. Die hat auch was auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich hier diese, da gucke ich mal, weil die ein bisschen zerfranst schon aussieht. Aber die sieht auch noch ganz toll aus. Die werde ich bestimmt auch benutzen. Und dann habe ich noch diese Federn hier. Die habe ich mir ja mal online gekauft. Und hier habe ich mir auch schon eine Perle irgendwann mit reingelegt, die hier total gut dazu passt. Und da ich ja relativ dünne, okay, das ist jetzt gerade mal ein bisschen dickerer Dread, aber ich habe halt ziemlich viele dünne Dreads, ja, weil ich einfach dünne Dreads lieber mag als dicke. Und da kann ich mir ganz gut hier unten so eine Schlaufe machen und die halt durch, jetzt kommt bestimmt der Vorführeffekt oder auch nicht, genau, klappt, halt hier einfach durchschieben kann und mir dann eben auf meine Dreads ziehen kann, so. Und ja, das sieht, finde ich, ziemlich cool aus. So sieht das gleich in beiden Kameras. Und ja, das passt natürlich mega zu diesen Farben hier. Und deswegen habe ich mir die gleich mit in diese Tüte getan. Ja, und was ich dazu noch benutzen werde, ist Draht. Ich muss mal gucken, ich weiß noch nicht, welchen Draht. Und ich habe hier noch so ein paar, ich dachte eigentlich, als ich die bestellt habe, dass es Holz ist. Es ist immer Plastik leider. Ja gut, aber die sind trotzdem von der Dicke her halt optimal, um die auf meine Dreads zu ziehen. Deswegen werde ich die wahrscheinlich auch benutzen. Und was ich noch benutzen werde, ist mein Dremel. Den muss ich mir gleich mal umbauen. Da habe ich nämlich hier noch so eine Säge dran. Da habe ich Plastikrohre mit zerschnitten und habe mir da Flaggen draus gemacht. In der charismatischen Glaubensbewegung. Es ist so, dass viele, oder was heißt viele, aber da gibt es halt so einige Leute, die mit Flaggen quasi einen Lobpreis machen. Also sie, ja, im Lobpreis, wenn wir halt Musik hören in der Kirche, dann gibt es halt ein paar Leute, die halt mit Flaggen dort arbeiten. Und da habe ich mir richtig tolle Flaggen gemacht. Wenn es euch interessiert, dann kann ich auch mal was davon aufnehmen in unserem Küchengebäude hinten und ja, kann euch mal zeigen, wie das so aussieht. Genau. Ja, wie gesagt, das baue ich mir gleich um und dann baue ich mir dann einen ganz feinen Bohrer dran, damit ich den Draht dann eben, bitte nicht runterfallen, an diese Teile dann auch befestigen kann. Also irgendwo muss ich dann ein kleines Löchlein machen, dass ich den Draht dann da dran befestigen kann und dann eben die Federn mit dem Draht umwickeln kann, dass das dann auch gut hält. Genau, so, das ist der Plan. Ich mache einmal kurz auf Pause, damit ich das hier mal umbauen kann. So, mein Bohrer habe ich jetzt umgebaut, also ich habe mein Dremel jetzt umgebaut zum Bohrer und zwar ist da jetzt ein 0,8 mm Bohrer drin. Der ist halt ganz, ganz fein und damit kann man auch noch diese Sachen machen. Was ich mir jetzt noch vorgekramt habe, sind noch ein paar Quetschperlen. Die werde ich wahrscheinlich auch brauchen, um die Enden zu verschließen. Und die hier habe ich noch gefunden. Ich habe auch alles abgesucht, weil ich habe mir eigentlich in einem Afghanenladen in Braunschweig vor ein paar Monaten Holzperlen und so Steinteile und so gekauft. Und ich habe alles abgesucht. Ich finde sie natürlich nicht, war wieder klar. Die wollte ich eigentlich auch benutzen, aber wie gesagt, sind irgendwie gerade verschollen. Ist nicht so schlimm. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal anfangen und zwar mit einer von denen hier. Die
ich einfach mal, dass ich mir hier einfach eine rausnehme. Die sieht doch schon ganz schick aus. Und ich muss dann mir überlegen, wie dolle ich die kürzen möchte. Ich denke mal, ich werde nur so viel von dem Ende benutzen. Ups, ihr seht gar nichts. Ich mache mich mal weg. Dann brauche ich auch nicht immer die Angst haben, dass ich nicht in die Kamera gucke. Guck, also ich werde jetzt hier ungefähr so die Federn dann hier wegnehmen. Und ja, schnapp mir hier mein Tool mit meinen ganzen Werkzeugen. Die Sachen, die Quetschperlen-Dings werde ich auch brauchen. Also werde ich wahrscheinlich alles brauchen. Und als erstes brauche ich aber die Teile hier und werde mir mal, ja, nicht zu kurz, dass man auch noch genug Draht drumherum wickeln kann, aber eben auch nicht zu lang. Das hier schmeiße ich auch gar nicht weg, weil das kann man nämlich schön hier alles abmachen. Und also diese ganzen einzelnen Dinger hier so abzupfen. Und wenn man die dann alle mit einem Draht oder mit einer Quetschperle wieder zusammen macht, dann sieht das nämlich auch noch ganz süß aus. Da hatte ich mir auch mal was mitgemacht, ein Schmuck. Ja, wie gesagt, schmeiße ich nicht weg, sondern wird auch verwendet. So, kommt jetzt aber erstmal an die Seite, weil ich möchte ja jetzt diese Perle, also dieses hier verwenden, das und den grünen Draht, weil das ja am besten funktioniert, denke ich. Jetzt nehme ich mir hier mal so ein, keine Ahnung, ich könnte es jetzt ausmessen, aber ich schätze mal, es sind so ungefähr 20 cm. Ich denke, das sollte reichen. Ich mache das jetzt so Pi mal Auge. Ich habe auch noch gar keinen Plan, also ich habe mir nichts Genaues überlegt, wie ich das jetzt ganz genau machen will. Hier habe ich schon gesehen, da hatte sie das, sie hatte das wohl auch schon als für ihre Dreads damals benutzt, als Schmuck und hat da halt schon so einen Teil dran gemacht. Das ist natürlich ganz praktisch. Solche Quetschperlen habe ich leider nicht mit so einem Ende. Da muss ich mal gucken. Vielleicht muss ich doch mal wieder bei Dorian Beats bestellen. Habe ich ewig nicht bestellt, aber das ist natürlich echt praktisch, ne? Das einfach nur so dran zu quetschen, dann kann man es unten dranhängen. Dann muss man nicht noch irgendwie groß mit Draht und dies und das. Ja, ist eine gute Lösung. Muss ich mir auf jeden Fall mal gucken, ob ich das nicht finde. So, hier sind noch ein paar feine Federchen. Die kommen darüber. So, und jetzt werde ich mir als erstes eine fette, relativ fette, ich habe nicht so große Quetschperlen, also das sind schon die größten, die ich habe. Könnt ihr das sehen? Zwischendurch stellt er ja mal ganz kurz darauf scharf. Genau, und die werde ich auf jeden Fall benutzen, um eben die Feder mit dem Draht ein bisschen zu verbinden. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, kriege ich das über die Feder? Mal schauen. Oh ja, gerade so, aber da passt der Draht nicht mehr dazwischen, das, oder? Könnte der noch dazwischen passen? Es muss nur ein Ende dazwischen passen. Das reicht ja schon. Ja, es passt. Perfekt. So, und dann werde ich mir jetzt hier so ungefähr die Mitte von dem Draht nehmen und werde die Quetschperle mit dem Draht hier dran festmachen. Dafür habe ich hier meine Quetschperlenzange. Gucken, dass der Draht da nicht im Weg ist. So, und ich nehme erstmal oben das größere Ende und quetsche erstmal ein bisschen. Und dann nehme ich unten das dünne Ende und das andere Ende und quetsche halt komplett fest. So, jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Und jetzt nehme ich mir den Draht und wickel mir den um das Teil, und zwar fange ich jetzt quasi hier hinter dieser Quetschperle an, also hier hinten, damit ich die Quetschperle noch vielleicht so ein bisschen mit verstecken kann. Ja, nehme den einen Draht und drehe den in die eine Richtung und den anderen Draht packe ich quasi da oben drauf und wickel genau in die andere Richtung. Also, ja. So beide immer so drumherum. Und da muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass das auch schön eng anliegt. Und natürlich ist es erstmal schwierig, um die Quetschperle herumzukommen. Und da ist das Ganze natürlich dann auch ein bisschen dicker und es soll ja auch ein bisschen schön aussehen. Und da muss man halt ein bisschen fummeln, bis das dann irgendwie passt.
muss man auch bei der Quetschperle ein bisschen öfter drüber gehen, dass man die ein bisschen versteckt. So, habe ich jetzt hier Mist gebaut mit dem Draht, ne? Ich bin jetzt hier gar nicht mehr in zwei verschiedenen Richtungen unterwegs. Jetzt muss ich mal gucken. So. Ja. Genau, so, jetzt habe ich es wieder. Ja, und das wickle ich jetzt dann quasi bis oben hin. Ihr seht, die Quetschperle ist hier auch schon ganz gut verschwunden. Klar, guckt die noch ein bisschen durch, aber wen interessiert es? Ich mache gerade mal Pause und mache das hier mal bis oben hin fertig. So, ich habe das jetzt einmal fix bis oben hin gemacht. Und ja, da oben guckt jetzt noch so eine ganz feine Spitze raus von der Feder. Und jetzt kann ich die Drähte hier so ein bisschen zusammenzwirbeln. Ich muss mir aber überlegen, was soll hier oben noch dran? Soll da überhaupt noch was dran? Was auf jeden Fall dran muss, ist halt diese Perle, damit ich das dann eben auch auf den Draht schieben kann. Und jetzt muss ich mir überlegen, am besten geht es, wenn der Draht unten ist. Also werde ich jetzt hier auf jeden Fall einmal reinbohren. Dazu nehme ich mir jetzt hier meinen Dremel. Mach den einmal an, das wird ein bisschen laut. Und dann schaue ich halt, wo ich das reinmachen möchte. Und ich gucke dabei, dass ich halt nicht einen von diesen beiden Nähten nehme, sondern eben eine Seite, wo es schön aussieht. Und dann bohre ich da einfach vorsichtig unten rein, aber auch nicht zu weit unten, weil sonst hat man das Problem, dass es kaputt gehen könnte. So. Der kann einmal wieder aus. An die Seite. Ja, und jetzt habe ich hier ein ganz feines Loch, was ihr sowieso nicht sehen könnt, nicht wirklich. Und dann nehme ich hier. Oh, so, jetzt muss ich kurz niesen. Nehme ich mir hier meinen Draht, mache den hier so ein bisschen auseinander, gucke, wo ich das Loch gebohrt habe, nämlich auf der Seite. Ja, und gehe dann von innen quasi in dieses Teil und hoffe, dass das hier ganz funktioniert, dass das breit genug ist. Ich kann ja erstmal von der anderen Seite, ja. Also groß genug ist es. Ja, da komm. Oh, vielleicht ist es sogar auch schöner. Ich glaube, es sieht sogar schöner aus, wenn ich es so rum mache. Dann kann ich hier vielleicht auch mit diesem Teil dazwischen. Ja, perfektus. So kann ich mir das jetzt hier durchholen. Und ich glaube, ich entzwirbel das auch noch mal ein bisschen. Also ich gehe dann wirklich bis runter da, wo halt auch meine Feder quasi endet. So, komm runter. Jawohl. So, und jetzt habe ich es nämlich so, dann sieht das so aus, dass das da so quasi nebendran ist. Ja, und jetzt mache ich das gleiche wieder, was ich vorhin schon gemacht habe. Und zwar wechsle ich immer diese beiden Teile hier ab und wickle das einfach wieder um meine Feder. So lange, bis quasi die Drähte fast verschwunden sind. Und versuche darauf zu achten, das hier einfach einigermaßen gerade zu lassen. Also ich sehe schon, ich muss hier auf jeden Fall nochmal fester ziehen, dass der Draht hier weniger ist, dass das hier ein bisschen gerader bleibt. Ja, und weil das jetzt auch wieder mega unspektakulär ist, einfach immer nur im Wechsel quasi. Also ich gehe hier einmal rum, dann nehme ich den und gehe einmal genau andersrum und so weiter und so weiter. Und das mache ich wieder genauso, wie ich das auch schon auf dem anderen Weg gemacht habe. Und das mache ich gerade wieder allein. So, ich habe meine Drähte jetzt bis unten hin gewickelt und ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da sind noch so zwei kleine Spitzen. Ich weiß auch nicht, warum diese Kamera hier nicht scharf stellen will, keine Ahnung. Sie sucht sich immer den entferntesten, da habt das so. Da seht ihr es, da gucken die zwei Enden noch raus. Ja, und die mache ich jetzt natürlich mit der Zange, versuche ich die jetzt irgendwie so nah wie möglich daran oder ein bisschen da rein zu machen, damit man sich halt nicht piekst. Ne? Bei dem kann ich es noch ein bisschen mehr rumwickeln. Und ich versuche die halt so ein bisschen hinter der Quetschperle zu verstecken. Wenn ihr wenn eure Drähte so lang sein sollten, dass die nicht bis zu dem, also dass sie noch weiter gehen würden, dann schneidet sie da einfach ab.
Und wenn ihr halt vorher ganz sicher sein wollt, dass ihr wirklich den gleichen Abstand habt und das nicht so Pi mal Auge machen wollt wie ich, dann messt es euch halt vorher ungefähr aus. Aber es geht halt schwer auszumessen, weil man ja hier nicht weiß, wie viel man da bei dieser Wicklung halt braucht. Ne? Ja, so sieht jetzt theoretisch mein erster fertiger Dreadschmuck aus. Finde ich schon total geil. Muss ich sagen. Und wird auch direkt ausprobiert. Ich nehme hier wirklich einen von meinen ganz dünnen Dreads. Ja, wundert euch nicht, ich war vorhin duschen, deswegen sehen die so zerfranst aus. Ich muss die unbedingt wieder pflegen. Ja, ich muss unbedingt mal eine Kieselerdekur machen, weil meine Haare sind nämlich sehr fein. Und ja, das funktioniert bei meinen Haaren manchmal leider nicht so gut. Und dann bin ich 3 Stunden habe ich gebraucht letztes Mal, um meine Ansätze zu machen und diese ganzen Härchen hier wegzumachen. Ja, und dann gehe ich einmal duschen und dann sehe ich wieder aus wie, obwohl ich alles schön eingehäkelt habe. Aber naja, gut, so ist es halt. Ja, so sieht's aus. Ich finde es ziemlich geil. Ich mache nochmal kurz das andere Bild an. So, und zeige euch das nochmal, wie das jetzt hier quasi im Duett aussieht. Dreht sich jetzt natürlich auch genau dahin, wo es sich hindrehen will und nicht, wo es sich hindrehen soll. Und mir fällt es gerade echt schwer, das Spiegelverkehr zu sehen. So. So. Nee, irgendwie. So, jetzt seht ihr es. So sieht es aus. Genau. Dahin. Ja, finde ich total schick, wenn dann jetzt die anderen Haare so davor sind. Ne? Dann sieht es halt ungefähr so aus. Hallo. Ärgert mich hier. Spiegelverkehrt. So, genau. So sieht es aus. Schick. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, man kann es natürlich auch weiter runter machen. Das werde ich dann wahrscheinlich machen. Und ja, bei solchem Schmuck auf jeden Fall abends rausnehmen. Ich bin mal mit einem Schmuck, da hatte ich mir auch schon mal was gemacht mit einer Faunfeder. Sah total schön aus. Und ja, bin abends auf dem Sofa eingeschlafen, habe vergessen, es rauszumachen und dann war es kaputt. Sehr schade, ist mir nämlich die Feder abgebrochen. Genau. Ja, so, das war jetzt so ein Teil. Und ja, auf dieselbe Art und Weise werde ich mir jetzt noch 2, 3 andere Sachen machen. Bei dem kann ich mir was anderes einfallen lassen, weil ich hier ja, ich mache mich mal wieder weg, ja, weil ich hier ja schon dieses tolle Teil habe. Da kann ich mir ja direkt was anderes einfallen lassen. Da würde ich ganz gerne was mit, ja, mit Steinchen und so, die dann vielleicht mit Draht erstmal wickeln und das hier dann quasi als Ende benutzen. Sieht total schön aus. Ja, wie gesagt, ich werde mir jetzt noch so ein paar Sachen machen. Ihr habt das Prinzip jetzt gesehen und ja, wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Okay, ihr Lieben, dann macht's gut.